Mein Name ist Gudrun und ich spiele die Helena, die sozusagen so ein bisschen Gangsterfrau von Alvin, genau. Und die Trudi, das ist die Reinigungskraft in diesem Stück, die eine sehr, sehr wichtige Person darstellt. Mein Name ist Christoph Schulze und ich spiele in dem Stück den Karrierebock Müller. Ja, ich bin Babette Liebisch und ich spiele zwei Rollen. Einmal die Kioskverkäuferin Mandy oder Mandy, wie man sagen möchte. Und dann noch die Investorin Eva. Mein Name ist Christian Schmidtke, ich spiele den Igor. Das ist ein junger, aufstrebender Gangster-Boss. Und ich spiele den Holst. Das ist ein Baumogul. Also ich bin Ludwig Fischer aus Wismar. Und ich spiele diesem Stück den Kalle. Und? Auch den Friedrich. Ich bin Adina Therese-Kolender und ich spiele zwei Rollen. Einmal die Frau von Kalle und einmal die französische Investorin. Ja, ich bin Steffen Tschech und ich spiele den William Shark und den Alvin. Hallo, mein Name ist Volker von Hösslin und ich spiele Agent Black oder Agent Schwarz in unserem Stück. Und er hat einen sehr interessanten Dialekt, den er mitbringt, nämlich das Hessische, der Babbelmale, wie sie an ist. Und da freuen wir uns drauf. So richtig weiß noch keiner der Kreativschaffenden, was die Zukunft zu bieten hat. Corona macht auch vor der Bühne nicht Halt. Trotz alledem proben die Darsteller um Theatermacher Lars Mauet ihr Stück. Kleine Fische, große Dreckskerle. Es geht im Wesentlichen darum, dass wir zwei Kleinganoven haben. Und diese Kleinganoven haben die Chance, ans ganz große Geld zu kommen. Durch eine Verwechslungsgeschichte kommen sie an die Kleider von zwei Großganoven, sagen wir mal, Großkriminellen. Und wie es dann weitergeht mit denen, das werden wir im Stück sehen. Die Theatergruppe wechselte mehrfach ihre Protagonisten. Das Stück wurde von den Darstellern selbst entwickelt. Seit Beginn letzten Jahres. Ganz ungewöhnlich, weil wir haben erst mit einer anderen Gruppe gearbeitet und haben dann eigentlich nur das Stück entwickelt. Wir wollten eigentlich im September schon raus mit der anderen Gruppe. Haben uns dann aber, weil es immer wieder Abbrüche gab und so weiter von Leuten, irgendwann im August entschieden, nee, wir kriegen das Stück nicht ganz durch. Wir gehen jetzt nur noch in die Stückentwicklung und haben dann im September, und zwar am 27. September, eine wunderbare Lesung hier gehabt. Und werden dann also 6 Monate später auch hier eine wunderbare Premiere haben. Bleiben wir also gespannt, wann wir das Stück sehen können und was es mit den Ganoven so auf sich hat. Ludwig Fischer, zuletzt in der Bodenkammer im Aquarium zu sehen, spielt jetzt den Kleinganoven Kalle und Großinvestor Friedrich de Maurier. Auf dass sich die Kammerbühne bald wieder öffnet.